Der Farbverlauf. Wie bereits erwähnt, ist es wichtig beim Farbverlauf, dass der Pinsel schon richtig angearbeitet wird. Wir befeuchten den Pinsel, drücken ihn fest zwischen zwei Fingern und nehmen die zwei Farben auf. Wir sollten darauf achten, gerade am Anfang, dass diese zwei Farben genug Kontrast haben, dass sie nicht zu ähnlich sind, damit wir den Farbverlauf richtig gut erkennen können. Mit Druck streichen wir den Pinsel ab, also nicht so leicht, sondern richtig festdrücken. Und wiederholen den Schritt. Dann drehen wir den Pinsel um und achten darauf, dass wir mit hell nicht ins Dunkle gehen. Sonst haben wir irgendwann nur eine Farbe. Und schön festdrücken. Damit der Farbverlauf weicher wird, können wir diese Zickzack-Bewegung machen. Und abschließend immer gerade wieder abstreichen. Und jetzt kommen die Übungen, um den Farbverlauf zu kontrollieren. Festdrücken und ohne Druck aufhören. Mit der Spitze des Pinsels gehen wir bis zum Rand und erst dann absetzen. Das ist jetzt falsch. Festdrücken und mittendrin hochgehen. Dann fehlt mir der Abschluss. Die Spitze des Pinsels ist noch mittendrin. Und wenn ich jetzt absetze, habe ich keinen sauberen Abschluss. Und diese Übung können wir mit mehr und mit weniger hell testen.